Wir haben noch keinmal das Kabel rausgelegt. Keinmal das Kabel. Ach du je. Das ist wieder die hässliche Fresse. Wir können heute nicht so richtig so viel Mario spielen wie sonst. Er ist auch so ein Elefant-Anti-Elefant. Er ist auch ein Elefant-Anti-Elefant. Er ist auch ein Elefant. Ah, Elefant-Anti-Elefant. Hast du schon wieder vergessen, ne? Ja, das kommt mir dunkel bekannt. 1600 will der essen. Wir haben aber nur 620. Ich habe schon mal ein bisschen Ich bin vor Schreck runtergefallen. Was ist denn da? Wo bin ich denn? Was ist denn? Warum ist das die Klaue Wolverines? You Jackman in a box! Was, wo bin ich denn hier? Das ist geil. Ja, das ist super. Aber ich, guck mal, ich kann stampfen, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Da unten. Moment mal, was ist das jetzt? X-Men wie Adamantium Collection. Adamantium, das ist das Zeug, aus dem Wolverine besteht. Der besteht aus Zeug? Aus Adamantium, der ist doch aus Metall. Das ist mir neu. Ist auch so noch so ein Typ. Ja, geil, und was ist da noch an Filmen drin? Alle. Was heißt alle? Inklusive des neuen? Ja. Way of the Warrior, oder wie der heißt? Genau. Und auch alle X-Men-Filme. Ich hab nur einen mal zur Hälfte gesehen, fand ich nicht so gut, aber diese Jackman in the Box-Klaue finde ich geil. Um das jetzt zu erklären, ich bin deshalb so außer Atem, weil Pong hier mir so eine. Ich weiß gar nicht, wo ich bin! So eine riesige Box mit einer Wolverine-Klaue vor die Nase gehalten hat. Und das musste ich erstmal ein bisschen verarbeiten. Wir haben viel zu wenig Sternteile übrigens. Ich sammle immer ganz viele. Ja. Adamen, wie viele Filme sind das? X-Men 1 bis 3? Ja. Und X-Men Origins Wolverine? Und Wolverine Way of the Warrior. Und X-Men First Class. First Class? Ja, das Reboot sozusagen. Was ist das denn? Mit Michael Fassbender. Michael Fassbender? Michael Fassbender. Ja. Und ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Ist das ganz neu? Nee. Was heißt Reboot? Das ist einfach nochmal die X-Men-Geschichte mit einem Schauspieler? Genau. Da wird Mystique zum Beispiel von Jennifer Lawrence gespielt. Wie heißt denn der Typ? Den kennt man. Und warum ist das mit in der Box, wenn das eigentlich gar nicht zu dem Zyklus dazugehört? Und warum wird der andere Zyklus noch weitergetrieben mit noch einem Hugh Jackman-Film, wenn es schon gereboot wurde? Es kommt sogar noch ein X-Men First Class und es kommt, glaube ich, auch noch ein Wolverine. Ja, glaube ich nämlich auch. Hugh Jackman hat nicht genug. Da kommt schon wieder hier Grisur und so. Ich glaube, du musst da was machen. Na, alles gut bisher. Ich stehe denen das mittlerweile an, wenn sie Quatsch machen wollen. Ich habe Angst im Nacken. Das ist Gordon. Alter, ich weiß nicht, ob ich glaube, wir müssen gleich schnell was anderes spielen. Ich glaube, das ist, übersteigt meine Fähigkeiten zu dieser späten Stunde. Ich kann nicht mal sehen. Also heute einen schönen Tag. Teilweise, ja. Schön. Teilweise war er okay und teilweise war er schön. Jetzt muss ich mich durch die Stampfhölle bewegen hier. Und dann kriege ich hier ein Münzli. Und gleich kriege ich ein Leben. Ich werde das natürlich einsammeln. Weil ich nicht bescheuert bin. Aber ich bin... Boah! Knapp, knapp, knapp. Lord. Nein! Wer hätte gedacht, dass der da landet? Nein! Oh, gut, dass ich tot bin.
und zu unvorsichtig sind die Katzen weg. Ich bin ein bisschen paranoid mit den Katzen. Die Musik trägt auch zum Nervenkitzel bei, wenn mir bald an beiden Ohren aus der Nase hängt. Tut uns das leid. Was? Wenn es an beiden Ohren aus der Nase hängt? Das ist doch kein schöner Zustand. Ich hab das nicht so gesagt, wie du es verstanden hast. Aber es ist lustiger so. Die Ohren aus der Nase hängen, hast du gesagt. Nein, das weiß ich auch nicht. Vielleicht auch doch. Das sollte auf jeden Fall nicht so sein. Das ist passiert. Was ist denn hier? Oh Gott! Jetzt denke ich beim Video bearbeiten, dass da die Videopause ist. Let's go! Ich bin das so verwirrt mit dieser Anzeige. Es sieht für mich so aus, als hätte man 6 und dahinter würden sich die üblichen 3 noch verstecken. Ja. Stimmt. Ist aber nicht so. Oh Gott, es brennt ja alles. Mit Münzen kannst du uns Energie wieder aufladen. Ja. Da ist gar keine da. Was machst du denn da? Warum stehst du da? Warte, um zu gucken, wo die Meteoriten einschlagen. Muss ja immerhin durch den Meteoritenhagel. So wie Bruce Willis. Hinter das Meer, ans Ende der Welt. Bis kein Regen mehr fällt. Vor allem kein Meteoritenregen mehr. Das wäre ganz gut. Wie gut fandest du Tokyo Hotel zu ihrer Hochphase? Tobi Hotel? Ach, ja. Tokyo Hotel. Schade. Wie gut ist die Fahrt? Ja. Ach, da muss ich nicht, weiß ich nicht, drüber reden. Okay, dann aber die Frage, findest du sie jetzt besser? Es gibt sie nicht mehr. Na doch, die waren in der Jury von Deutschland sucht den Superstar. Echt? Mhm. Die beiden Brothers oder wer? Mhm. Letzte Staffel. Nicht in der aktuellen. Laufen, dann muss ich so. Es gibt eine aktuelle Staffel? Ja. Habe ich gleich mitbekommen. Vom Kugelbully. Da sind die Crewmitglieder. Oh. Neben Dieter Bohlen Prince K1. Wer ist Prince K1? Irgendein dummer Rapper. Scheiße. Scheiße. Du bist aber auch ein Idiot, man. Ja, du aber eben auch. Nee. Doch. Ich konnte nichts dafür. Das war ein Fehler im Spiel. Dann sind da noch drin. Noch 2 nämlich. Miezekatz von mir. Moment, in der Jury, das sind mehr als 3? 4 sind's. Das habe ich viel besser gemacht als du. Miezekatze? Miezekatze. Moment, aber du hast eben schon Dieter Bohlen und noch 2 aufgezählt. Prinz K1 ist nur ein Typ. Miezekatze, die Sängerin von Mia. Ja, und die finde ich auch richtig scheiße. Und Marianne Rosenberg. Und es gibt mir total recht, dass die in dieser Jury sitzt, dass sie richtig scheiße ist und schon immer war. Aber Tokyo Hotel hat auch drin gesessen. Ja, bei denen verzeih ich das noch eher. Wie, wenn du dich schon Miezekatze nennst als Sängerin aus Berlin, dann musst Miezekatz. Du so, ja, noch schlimmer, dann musst du gleich geschächtet werden. Noch schlimmer? Kennst du Schächten? Klar. Das Fragen stellen. Ich finde Schächten ist eine ganz gute Todesmethode. Aber. Ach, das war die Scheiße, das war der Fehler im Spiel, den du meintest. Ja. Aber nur für Menschen. Ja. Tiere sollte man nicht schächten. Tut man aber häufiger. Als Menschen? Ja. Wahrscheinlich. Müssen die nicht geschächtet werden, um die koscher zu machen? Oder ja. So? Aber wer weiß, wie viele Menschen geschächtet werden. Da ist die Dunkelziffer sicherlich höher, als man so meint. Du darfst nicht anhalten. Nee, ich hab nicht angehalten. Das macht automatisch. Das ist das Problem. Einfach durch. Hast du gesehen, dass da Löcher am Boden sind? Ich nee. Nicht. Wave Race. Mit Schwung. Ach, da muss ich warten. Wow, viel zu weit weg. Ja, viel zu weit weg. Hätte ich das sehen können. Aber
Nein. Was denn? Alles normal. Das wollte nicht alles. Deswegen kriege ich immer so ein. Der hört da auf zu sein. Also aber du bremst doch. Nee, ich bremse nicht. Ich hau volle Pulle mal. Okay, richtig. Ich glaube, ich muss tatsächlich anhalten und neuen Schwung nehmen, um das zu schaffen. Pass auf. So. Also. Ich sehe die Löcher auch fast nicht. Jetzt werden es mehr. Hüpf. Schade. War ganz cool. Das war ein bisschen zu cool. Ja, ja. Immerhin verliere ich keine Leben. Ich könnte das noch Stunden weitermachen. Ja, das wird ja Spaß bringen. Ja. Kennst du das Lied Jessica? Von Adam Green. Ja. Ja. Hast du es im Ohr? Ja. Kannst du den Text vom Refrain? Jessica, where has your love? It's not in your music. So where has it? Stopp! Wie geht der Refrain? Jessica Simpson, you've got it all wrong. Fragile smile. Ja. Mhm. So, und jetzt sehen wir den gleichen Text. Wir starten mit Jessica Simpson. Mit Hannibal Lecter. Hannibal, Hannibal, Hannibal Lecter. You've got it all wrong. Wieso? Stimmt auch. Wieso? Er hat Menschen gegessen. Hä? Das sagt er doch gerade. You've got it all wrong, sagt er. Ja. Hat alles falsch gemacht. Oder möchtest du? Das ist irgendwie... Gutheißen, was er so tut. Moment, wie kannst du überhaupt so eine Geschichte erzählen? Da ist überhaupt kein Inhalt dran. Das ist doch keine Geschichte, das ist etwas, was mir neulich eingefallen ist. Aber wieso? Ich wollte das kannst du auch über Saddam Hussein sagen. Aber dann, das passt nicht so gut von den Silben. Ach so, Hannibal, Hannibal Lecter, okay. Hintergrund war? Angela Merkel. Ja. You've got it all wrong. Aber mit Hannibal Lecter ist es viel witziger. Angela Merkel hat keine Menschen gegessen. Was ist denn mit... Ach nee, der Armin Meiwes passt nicht rein vom Versmaß. Ein gutes Video bisher. Hat stark angefangen mit dem Clown von Hugh Jackman. Und jetzt ist Angela Merkel schon Menschen. Das ist die Schnur bei den beleuchteten Brüllen. Hui! Und wir haben noch diese Action die ganze Zeit permanent. Wir müssen ein neues Kanal-Intro-Video machen, wo wir die letzten 15 Sekunden nur Text rausnehmen und das wir ein Video zusammenschneiden. Das verstehe ich nicht. Du wirst es noch verstehen. Wir nehmen aus den letzten 15 Sekunden des Videos, das wir drehen, den Text raus. Das ist überhaupt nicht das, was ich sagen wollte und auch nicht das, was ich gesagt habe. Aber unterscheidet sich das, was du gesagt hast, von dem, was du sagen wolltest? Nein! Warum sollte es? Dann musst du da nicht differenzieren in deiner Analyse meines Unverständnisses. Ich habe doch nicht analysiert, er hat nur gesagt, dass es falsch ist. Ja, aber du hast differenziert, du hast gesagt, es ist weder das, was du sagen wolltest, noch das, was du gesagt hast. Ja, das. Also, was wolltest du sagen? Wir machen ein Intro, ein Kanal-Intro. Ja. Und als wir nehmen die Tonspur, als Tonspur die letzten 15 Sekunden, die inzwischen auch schon Minute lang. Die letzten Sekunden dieses Videos. Nein, nicht dieses Videos. Von dem Moment, wo ich das erste Mal gesagt habe. Es war doch in diesem Video. In diesem Video, aber es ging um diese Zeitspanne. Ja, abgeschlossen. Genau. An dem Moment, wo ich es gesagt habe, 15 Sekunden davor. Ja. Das war irgendwas Lustiges, was wir gesagt haben. Und das möchtest du als Ende des Kanals. Nee, als Ende. Als Komplettes. Als Komplettes. Aber was sieht man denn in dem Video? Irgendwas anderes, habe ich auch schon gesagt. Zum Beispiel? Weiß ich nicht, ein Zusammenschnitt aus irgendwie highlightigeren Szenen. Okay. Nimm den großen doch. Und, Moment. Und was haben wir in diesen 15 Sekunden gesagt? Ich werde es jetzt nicht wortwörtlich zusammenkriegen, aber inhaltlich hast du zusammengefasst, dass wir von Hugh Jackman Händen dazu gekommen sind, dass Angela Merkel Menschenfleisch ist.
Von Fleisch habe ich nicht geredet. Es können auch Menschen. Knochen sein. Aber ja. Ja, und das. Und das ist das nur bei den beleuchteten Brüdern. Mhm. Genau. Und dann weiß man alles, was man wissen muss, auf jeden um Fall. Fan zu werden. Aber ich frage mich trotzdem, was das Videomaterial für diese 15 Sekunden sein sollte. Und 15 Sekunden ist ein bisschen kurz für ein Kanalintro. Zurzeit haben wir 20 Minuten. Guckt eigentlich noch irgendjemand zu? Ich weiß überhaupt nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich zugucke. Ich weiß überhaupt nicht, wie man zum Kanalintro kommt. Achso, das geht nur für Nicht-Abonnenten. Achso. Man kann es sich natürlich auch einfach angucken, indem man auf das Video klickt. Kannst du als Kanaleigner eigentlich sehen, wer unseren Videos negative... Ich konzentriere mich gar nicht, jetzt konzentriere ich mich. ...negative Daumen gibt? Nein, das sind Arschlöcher aus dem Busch. Also jetzt nicht im Sinne von afrikanische Buschmänner, sondern... aus Hecke. Aus der Hecke, genau. Also die Heckenkenner sozusagen. Da bin ich noch nicht gestorben bisher. Mal zeigen, dass das auch geht. Die Musik ist auch gut. Vor allem zum 32. Mal. So, ach, ich wollte mich ja konzentrieren. Hast du Gothic gespielt? Gothic nie. Aber du früher sehr viel. Den ersten, ja. Gibt's drei oder zwei? Drei. Und die ersten beiden kamen relativ eng hintereinander und das dritte hat er ein bisschen auf sich warten lassen. Ja. Das dritte ist schon so ultra alt. Was soll denn das eigentlich? Weiß ich auch nicht. Wo ist die Mühe? Ja, Mühe kommt jetzt. Eben war Konzentration, jetzt kommt noch. Guck mal, rechts ist auch ein Leben, soll ich das auch noch holen? Nein. Dann können wir bei jedem Tod ein Leben dazugewinnen. Ja. Mhm. Das würde ja voraussetzen, dass du beide, jedes Mal beide kriegst. Ja, das schaffe ich ja. Es ist ja gar nicht schwer hier. Ich muss ja eigentlich nur kurz warten. Wobei man muss schon sagen, die Steuerung ist so ein bisschen. Und ich habe es weiter geschafft als du. Nein. Was haben die hier? Na und? Jetzt warte ich auf den Dickmops. Mein Gott! Das ist der erste und einzige Stern. Ja. Also muss ich ja auch alles neu machen, was ich gemacht habe. Dafür darfst du das nächste Video machen. Ich weiß nicht, wie lange dein Video dauerte. Anstrengend, ne? Ach nee, das war 14 Minuten, ne? Na, dann ist es jetzt vorbei, das Video. Aber ich habe einen goldenen Stern nach Hause geholt. 20 Minuten war ein Stern, krass. 82 Minuten. Nee, war nicht 20 Minuten, sondern 16 oder 17. 82 Sterne, nicht Minuten. 20 Minuten. Minuten? 20 Minuten für, für 82 Sterne. Ob der Irrsinn weitergeht oder du musst den Risikokometen machen. Oh nein. Hast nur ein Leben zur Verfügung. Also ein Lebenbums. Und zwar für welches Level? Ich komme mit dem Satz überhaupt nicht klar. Risikokomet der Feuerkessel. Das, was du schon am Anfang so gut gemacht hast. Im Anflug auf... Dankeschön. Ja, du befindest dich im Anflug auf den Risikokometen. Der Risikokomet. Das klingt ja so, als wäre man dann plötzlich da drauf. Das sieht doch genauso aus wie der Scheiß davor. Es ist nur geklont. In die Welt geklont. Ist jetzt gerade Anfang oder Ende? Ende. Tschüss.